Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei SQ Enterprises mit freundlicher Unterstützung von Nostradamus Gaming. Ich bin Ishma und ich heiße euch herzlich willkommen zu der Let's Play Rubrik dieses Kanals in dem neuen Format, das wir drei, ich, Quert und Psycho zusammen erstellt haben. Und ja, das ist der Part von Nostradamus Gaming, der hier eingenommen wird. Ich habe nämlich einen Kanal, der nennt sich Nostradamus Gaming. Und ihr könnt da gerne vorbeischauen, wenn ihr mich noch nicht kennt. Vielleicht kennen mich auch so einige. Ich habe viel Halo gespielt. Ich habe sehr gerne Soldier of Fortune gespielt. Und natürlich SCP Containment Breach, das scheint wohl der berühmteste Ableger meinerseits zu sein, aber ich will hier wieder ein bisschen back to the roots durch dieses Let's Play, und zwar spielen wir heute Star Wars Republic Commando. Eine Geschichte eines Delta Squads, oder es ist das Delta Squad, die Elite-Einheit der Republik im Kampf gegen die KUS, und ich schlage vor, wir brechen gleich auf in den Krieg. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando, eine Elite-Einheit, etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen, ihre Rüstung und vor allem ihre Brüder. Die Eiver unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Delta 4.0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6.2. Herz und Seele Ihres Teams. Und 0.7. Der erbittertste Jäger Ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff, okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's, die Geschütze nach 8 an, Munition laden, los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Es herrscht Krieg in der Galaxis. Die Geheimwaffe der Republik, eine riesige Klonarmee, wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Droidentruppen. Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elite-Kommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Stunde 0. Klonkriege. Geonosis. Willkommen
Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie Sunfack und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Mit aller Härte. Der geonosianische Chief Lieutenant Sunfack muss ausgeschaltet werden. Das Delta-Team wurde getrennt und... Ja, es wurde getrennt. Genau so war es nämlich in die vom Krieg gebeutelte Arena geschickt und soll weiter vorrücken. Da fehlt ein Komma. Es muss sich wieder vereinen und für Sunfacks Ableben sorgen. Koste es, was es wolle. Ja, und da starten wir direkt rein. Ich wusste, ich werde beim Lesen fehlen, aber ganz ehrlich, hier fehlt doch ein Komma. Das Delta-Team wurde getrennt in die vom Krieg gebeutelte Arena geschickt und soll. Das ist eine Aufzählung. Getrennt. Hier muss ein Komma hin. Gottverdammt. Wir sind über dem Zielgebiet. Seilen Sie sich ab. Achtung! Ach Gott. Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. In welchem? Hier sind Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer Sunfack. Delta Leader, Sunfack darf auf keinen Fall entkommen. Gut, dann suchen wir mal diesen Sun... Delta Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen, Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit dem Bagda, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Mit dem Bagda erstmal heilen, um den Bagda-Spender zu benutzen. Stellen Sie sich vor das Gerät und halten Sie die Taste Benutzen gedrückt, bis Ihre Gesundheit vollständig wiederhergestellt wurde. Ja, mach mal mit Tipps weiter. Gut, wir sind gelandet auf Geonosis und müssen den geonosianischen Anführer Sunfack finden. Ah ja, okay. Boah, ja, jetzt geh gleich. Ich spüre die Energie. Rückzug zum Galasektor! Rückzug! Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Ich bin auf dem... auf zu reden! Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. Gott, das Fahnenkreuz ist so riesig. Mann! Ach, scheiß drauf. Okay. Sichern Sie das Gebiet vor dem abgestürzten Kampfschiff. Ja, okay. Munition, okay, okay. Blaster-Munition für unseren super tollen Kampfblaster. Und hier haben wir schon ein paar... Droiden, die nicht draufgehen. Ich muss ja erstmal das Aiming üben. Und ich freue mich, dass ihr da seid hier in diesem total Star Wars-mäßigen Krieg. Ich habe gehört, das Spiel soll nicht ganz so viel mit Star Wars zu tun haben. Oder schon die Geschichte, aber nicht so... Für Star Wars-Fans nicht so ganz das Richtige. Also so für richtig, die mit Herzblut an Star Wars sind. Aber ich habe dieses Spiel schon ganz, ganz früher, als ich noch ein kleiner Bengel war, habe ich das gespielt. Gut, wir sind der Commander des Delta-Teams. 3-8 anscheinend ist unser Code, ist unser Code, unsere Codezahl. Ja, Codezahl. Ja, guckt mal, wie sie sich freuen, diese hübschen kleinen Klonkrieger. Sie begeben sich in feindliches Gebiet, da wimmelt es von Droiden und Bugs. Wir errichten Barrikaden als provisorische Verteidigungslinie. Brauche ich denn nicht? Droiden nähern sich ihrem Standort. Halb so wild. Ich würde jetzt noch gerne wissen, wie man den Nahkampf verwendet. Ah ja, okay, voll cool. Da gehe ich mal voll in den Nahkampf. Oh, voll den Kopf abgeschlagen. Wo ist das Motoröl, das ich früher immer gesehen habe, wenn man die Droiden abge... Hey. Ah, da ist es. Oh, wie cool dieser Effekt ist. Ich meine, das Spiel ist von 2005 und dennoch hat es echt coole Effekte. Naja gut, ab und zu ist es echt ein bisschen klischee-mäßig aufgeschoben. Wo ist Ducken da? Da muss ich auch erstmal hinterkommen. Wir spielen hier auf Mittel. Ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, irgendwie total auf den Sack zu bekommen. Gott, es wackelt und einen richtigen Aim kriegt man hier echt nicht auf die Reihe. Es ist schwierig.
Oh, nee. Ich muss hier gleich mal was anstellen. Oh, hi. Den hier kill ich noch. Moment. Ach Gott, hier technische Probleme. Please stand by. Ach Gott, wie schnell das ging. Und schon sind wir fertig. Gut, wir haben jetzt ein paar Detonatoren, Granaten aufgenommen. Und kümmern uns jetzt um eine Geschützstellung, während wir nach 3-6 Ausschau halten. Ich glaube, der Typ ist 3-6. Das ist der... Oh. Hi. 3-6 ist unser, der gelbe Freund unseres Teams, des Delta Squads. Soweit ich weiß, war der für die Sprengstoff-Scheiße zuständig. Also man braucht ja immer einen Sprengstoffer in dieser unheimlich verkehrten Welt hier. 6-2, so. Die Sache ist die, es wird hier eigentlich kaum was erklärt. Du bist einfach so ein Delta-Typ und bist im Krieg. Die hin... Oh, 6-2! Voll in Action, obwohl voll gar nicht in Action, aber immer noch actionmäßig am Reden. Das ist Enthusiasmus. Hi, 6-2. Auf meinen Visor, ach so. Zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann es kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Wir haben eine coole Stimme, fällt mir gerade auf. Obwohl es ja eigentlich alles Klone sind, sie müssten alle dieselbe Stimme haben. So. So, sein Spitzname ist Scorch. Das muss ich mir merken. Das ist auf jeden Fall ein super cooles Feature des... Fuck! Ah, stirb! Du ekelhaftes Etwas. Puh. Wow. Okay. Ein super cooles Feature des Spiels ist, dass man das Team anleiten kann, Aktionen für einen selbst durchzuführen und dadurch spart man Zeit und kann sich selbst auf den Kampf konzentrieren. Warte, die haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Haken ist unterwegs. Ach, Haken, ja, supi. Daneben. Ah, da. Ja gut, das hat funktioniert. Das ist hier plötzlich weg, okay. Was stand da überhaupt was? Scorch? Scorch. Weiter so, Kommandos. Ich überwache vom Kampfschiff aus Ihre Fortschritte und liefere Ihnen wichtige Informationen. Ja, total. Im Moment ist keine Verstärkung verfügbar. Geben Sie sich gegenseitig Deckung. Scorch. Ah, Scorch. Okay, ach, da wird an der Seite seine Nummer angezeigt, aber über seinem Kopf ist formschön sein Name abgebildet. Das finde ich sehr schön. Und wir kommen hinein ins Nest, in eine neue, Location. Ihr Primärziel ist Zanfek, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4-0 zu finden. Gut, jetzt kommt 4-0 an die Reihe. Das ist unser Soldat, unser Feldmensch, der ist zum Kämpfen da. Dafür ist er da, der hat keine spezielle Fähigkeit oder so. Nicht, dass ich eine hätte, aber man nennt mich ja sowas wie einen Leader. Abgeleitet von Leader wie die Musik. Weil ich habe nichts mit einem Anführer gemein, weil es sieht mich an. Ach Gott, es leckt doch mal ein bisschen. Das tut mir leid. Ach komm, jetzt gib Gas. Mensch, Scorch, ich dachte, du kannst das. Ich kann das nämlich genauso schnell wie du. Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Boss. Ja, schon erledigt. Wow, hey, 04. Nett. Ich klinke mich in die HOD ein, Sir. Fixer. Fixer. 4-0 soll den Sicherheitsschild hacken. Wenn das einer kann, ich will, dann... Ich will... Oh. Ja, okay. Hier wird der Status und der Standort Ihres Teams angezeigt. Es stellt sich so heraus, dass Fixer anscheinend doch ein Talent hat, und zwar hacken. Das kann ich nämlich auch nicht. Oh Gott, was ist denn mein Leben wert? Gut. Ja, stürmen kann ich. Ich kann ziemlich gut stürmen und auf die falschen Tasten drücken. Gott, wie lange ich nicht mehr ein PC-Spiel gespielt habe. Ich hatte das Spiel damals auf der Xbox Original gespielt, aber da hatte ich es von einem Kumpel. Und jetzt habe ich es mir für den PC extra gekauft. Ups. Na, komm.
Mann, so eine Scheiße mit diesen Knöpfen hier. Vielleicht sollte ich sie umstellen, ich weiß es nicht. Ah, warum? Scorch, Moment. Moment! Nicht ohne meinen Befehl. Apropos Befehle. Mal gucken, was... Angriffsformation einnehmen. Roger. Delta-Team formiert sich. Will in Position, Sir. Sektor erkunden. Ja, Sir. Aha, das ist Nudelrühren. Formieren. Bin in Position, Boss.